Es ist schon spät, ja. Also ich gehe schlafen. Gute Nacht, Sandra. Schlaf gut. Ja, es ist schon sehr spät. Gute Nacht, Ini. Ich gehe auch schlafen. Ja, guten Morgen, Ines. Ich habe gut geschlafen, aber jetzt brauche ich einen Kaffee. Besonders, weil heute Montag ist, brauche ich ganz dringend einen Kaffee. Guten Morgen, Sandra. Hier, Kaffee. Oh, danke für den leckeren Kaffee. Und du hast auch schon die Milch für mich reingetan. Vielen Dank, Inni. Moin. Ich trinke den Kaffee seit neuestem schwarz. Was? Du trinkst den Kaffee schwarz und du verzichtest auf eine gesunde Milch? Warum das denn? Milch hat sehr viel Fett und kann auch dick machen, weil Milch besteht aus Fett. Willst du mir damit sagen, dass die Kühe und zwar Schlechtes wollen? Wenn ich eine Kuh treffe, dann werde ich ihr das mitteilen, was du eben gesagt hast. Und dann spricht sich das herum und dann gibt es keine Milch mehr. Ich muss jetzt arbeiten gehen. In einer Stunde muss ich in der Arbeit sein. Aha, was machst du beruflich? Fragezeichen. Das habe ich da schon wie oft erzählt. Dann sag es mir nochmal. Punkt, Rufzeichen. Ja, okay. Ich bin als Beruf Weberin. Ich tue Taschenwebe und Teppichwebe. Bist jetzt zufrieden? Ach, cool. Du webst Handtaschen? Magst du mir eine Handtasche weben? Dann wäre ich richtig glücklich. Ich bin aber nicht gratis. Okay, das war's schon, oder? Ach komm, für mich kannst du es ja tun. Ich habe ja eh bald Geburtstag. Dann kannst du mir ja eine schenken, oder? Fragezeichen. Jetzt haben wir 5:30 morgens. Und ja, das mit den Handtaschen, ob ich da eine schenke, das überlege ich mir noch. Okay? Inni Maus, wann kommst du denn wieder? Fragezeichen. Ich komme erst um 4 Uhr heim, dann gehe ich schwimmen.
Ich weiß nicht, wann ich heimkomme. Aber schauen wir mal, gell? Ich muss dann losgehen. Bye, für dich.